Gesamtwertung uns an den Hut, wie sagt man das, ja, uns abschmieren können. Ihr seht hier 2,5 Minuten. Ich würde noch einmal 1,5 Minuten draufrechnen, die man morgen auf der Bergetappe auf jeden Fall auf ihn gut machen wird. Also kommen wir im Endeffekt auf 4 Minuten, die Gruppe bekommt. Das ist ein stabiler Abstand auf jeden Fall. Und das kann man eigentlich, oder sollte man zumindest auch irgendwie arrangieren können. So, er ist jetzt kurz nach vorne gezuckt, weil es diese Steigung gab. Da ist er natürlich absolut überlegen. Ist ja unser Rundfahrtalent, was wir in den eigenen Reihen haben. So, und schauen wir doch einfach mal, was das Feld macht. Das Feld macht im Moment noch nichts. Aber da beschleunigen sie schon. Da haben wir eigentlich schlau gehandelt, hier vorne keine Führung geleistet zu haben. Denn es wäre nur vergebene Liebesmühe gewesen. Wobei, jetzt könnte man eigentlich sagen, wäre es doch gar nicht dumm zu kämpfen. Wobei, ja, die Aussicht ist gering, aber die Gruppe wird auch auf keinen Fall mit so viel Abstand wirklich durchkommen, dass das Trikot in Gefahr ist. Von daher, auf Matthias, zeig uns, was du meinst zu können. So, wir geraten gerade in einen eher welligeren Bereich. Das ist gar nicht mal schlimm, im Gegenteil. Da haben wir ja hier vorne einen Spezi dabei, jedenfalls für die Verhältnisse, die in dieser Ausreißergruppe wirklich herrschen. Wir lassen ihn jetzt auch mehrere Führungen hintereinander fahren, ganz einfach aus dem Grunde, dass jetzt einfach ein Terrain ist, was ihm wirklich entgegenkommt und auf dem er auch einiges für die Gruppe an sich tun kann. Aber der Aufwand scheint vergebens zu sein. Oh, 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 hier habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Hier habe ich nicht aufgepasst jetzt. 6% hat die Steigung hier dann doch gehabt und ja, das hat Robert Wagner ordentlich Kraft gekostet. Ja, das ist eher blöd gelaufen. Das ist eher blöd gelaufen, aber ich bin ganz optimistisch, dass er das wieder regenerieren kann bis zum Ende des Rennens. Apropos Ende des Rennens, diese beiden Zacken da am Ende, die lächeln mich verführerisch an. Also ganz ehrlich, Eibäcker und Knees so als Duo könnten darüber doch wegfahren. Findet ihr nicht? Ich finde es auf jeden Fall. So, schauen wir mal, ob wir uns vielleicht diese Bergwertung hier sichern können. Nein, können wir nicht. Das ist nicht tragisch. Wir holen noch nicht einmal Punkte. Das ist allerdings auch egal. Lassen wir uns jetzt zurückfallen, wenn es schon durch spieltechnische Dinge bedingt ist, ja. Lassen wir uns zurückfallen und helfen wir dann Christian Knees hinten noch ein wenig weiter. Ihr seht, der Abstand beträgt nur 4 Minuten, es sind noch knapp 60 Kilometer zu fahren. Von daher, die Geschwindigkeit im Feld nimmt jetzt allerdings etwas ab. Wie gesagt, das kann sich das Feld auch durchaus erlauben. Solange die Geschwindigkeit nicht absolut einschläft, ist das gar kein Problem. Aber ihr seht, das ist hier chaotisch, da wollen ein paar Teams fahren, ein paar wollen es nicht. Ach ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich würde sagen, Matthias Brände lässt sich zurückfallen, holt dann im Feld noch einmal Flaschen und hat damit dann sein Tageswerk erledigt. Der Abstand bleibt konstant bei ungefähr 3,5 Minuten. Absolut keine Bedrohung. Obwohl es jetzt natürlich wieder ein Stückchen einschläft. Aber da kommt Contempolis Murcia wieder an die Spitze. Die wollen das wohl zufahren, genauso wie Savings and Loans. Die Firma, die sagt mir irgendwie was. Ich weiß allerdings nicht was, das werde ich auf jeden Fall gleich googeln. Ach, googeln geht ja gerade nicht. Das ist bei uns ganz komisch, also von meinem Vater funktionieren 2 von 3 PCs,
der meiner Schwester funktioniert, also das Internet funktioniert, und das meiner Mutter. Aber bei einem PC meines Vaters und mein PC, wir sind vom Internet abgeschnitten. Das ist schade, oder nicht? Auch schade ist, dass hier hinten jetzt anscheinend gar keiner mehr fahren will. So allmählich könnte man sich dann doch überlegen, da selbst aktiv zu werden. Ihr seht, es geht immer, das kann man immer schön an den Pulszahlen sehen, das geht immer so von, ja, 47, hier hohen 40ern zu 50, zu mittleren 50ern. Und ja, das ist eine ganz schwammige Kiste zurzeit. So, jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen vergrößern und mal einschätzen. Okay, es sind ungefähr bei 15, 16 und bei 11, 10, 11 Kilometer vorm Ziel sind halt diese kurzen Anstiege dann noch. Da sehe ich kein Problem drin. Christian Knees ist in super Tagesverfassung. Das spiegelt sich direkt auch in den Pulsschlägen wieder. Er ist als einziger noch nicht. Ja, okay, jetzt ist Robert Wagner Zeit, weil ich auch nicht, genauso wie Markus Eibeck, aber gerade man sieht es einfach, dass er drei Pulsschläge unter den anderen liegt. Die Tagesform macht's halt. Er hat gute Beine, wie man so im Radsportler-Jargon sagt. Ja. Hier der Führende der Bergwertung, das ist für das Team natürlich Benteng Muda. Sagt mir genauso viel wie euch. Für das Team ist natürlich jetzt hier so ein Erfolg. Tragen eigentlich die ganze Rundfahrt über das Bergtrikot, werden es wahrscheinlich auch gewinnen. Und ja, läuft doch. Mal schauen, wer ist denn da überhaupt noch präsent in der Bergwertung? Nö, da ist keiner bei, der irgendwie die Bergetappe für sich entscheiden könnte. Oh, hier hinten fallen die ersten aus dem Feld zurück. Unter anderem der Herr Kelly, zuletzt einige gute Sprints gefahren, aber jetzt, ja, aufgrund von geringen Ebenen und Hügelwert hat es ihm dann natürlich die Hosen ausgezogen. Apropos Hosen ausziehen, 16 Kilometer vom Ziel, nee, das ist absolut noch zu weit weg. Da kann man keine wirkliche Selektion hervorrufen. Deswegen beschränke ich mich einfach darauf, ohne allzu großen Kraftverlust die Position der Gruppe zu halten. Vielleicht noch ein wenig nach vorne zu fahren. So, ihr seht immer diesen Ziehharmonika-Effekt nach so Anstiegen. Und den umgeht man halt, indem man einfach ohne Anweisung, also mit der Punkteinstellung fährt. Eine ganz schnieke Sache, braucht man auch absolut, wenn man so Rennen wie die Flandern-Rundfahrt fährt, wo es dann Kopfsteinpflaster und viele steile Anstiege gibt. Da braucht man ungelogen anderthalb Stunden für, so anderthalb, ja, es kommt gut hin. Da ist man anderthalb Stunden mit beschäftigt, immer Pause zu machen, dann hier die Werte umzustellen, bei jedem Fall auf den Puls zu gucken, dann lässt man 100 Meter laufen, dann macht man wieder das kommt nur auf euch zu, wenn das wenn das Projekt, das Let's Play, wenn die Karriere hier gut verläuft und vor allem wenn der Spielstand das durchhält. Das ist immer so die Sache. Spieler am Radsportmanager werden traditionell dadurch begrenzt, wie lange der Spielstand durchhält. So, ich werde meine Strategie im Sprint umstellen. Der letzte Fahrer vor Wagner wird nicht mehr Eibecker, sondern wird Christian Knies sein. Habe ich mich einfach zu entschieden, weil der doch einen höheren Ebenenwert hat und auch tagesformtechnisch deutlich mehr heute drauf hat. So, damit wäre dieser Zug schon mal in Auftrag gegeben und jetzt wird halt ausgeführt. Mal schauen, ob das heute klappt. So, jetzt haben wir uns schon mal sortiert. Brändle und Weigold haben ihre Kraft verbraucht. Und jetzt kann ich mit Dietzicker fahren. Jetzt ist die entscheidende Frage, ob das Feld sich an den Zug dran heftet.
Nein, da habe ich jetzt Wagner ausgewählt, aber egal. So, das Feld scheint sich an den Zug anzuheften. Und zwar in Form einiger Sprinter. Die sind nicht... Das ist Park, der ist nicht allzu stark. Okay, so, ich könnte jetzt natürlich auf diesen Zug hier überwechseln, aber das lasse ich einfach mal bleiben. Ich fahre hier lieber alleine mein Ding weiter. Was habe ich denn da gemacht mit Knees? Oh, Knees kommt da nicht dran an Eibegas Hinterrad. Okay. Das heißt, ich muss das jetzt nochmal eine Spur anders machen. Ihr seht, Eiberger lässt sich zurückfallen, bremst dadurch praktisch den Kollegen hier aus. So, was kann ich jetzt mit Eiberger machen? Ich könnte mich versuchen, an Robert Wagner anzuhängen, aber ihr seht, hier hängt wirklich der komplette... ja, hier hängt das komplette Sprinterfeld hinten dran bei mir. Okay, okay, so, nehme ich den Zug mit dem Geschwindigkeitsüberschuss oder nicht? Okay, da hat die Zeit für mich entschieden. Ich muss auf meinem Zug bleiben.